sehr geehrte Sprecherin des Clusters, liebe verehrte Frau Stolberg-Rielinger, sehr geehrte Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats dieses Clusters, Kolleginnen und Kollegen Alasme, Roper, Dilcher, Jeremias, Kaufmann und Reinhardt. Der Abkürzung wegen habe ich die Universitäten jetzt weggelassen, die man mir auch noch genannt hat. Spectabilis, sehr geehrte Herren Kollegen Feiter, Fachbereich 2, Heidrich, Fachbereich 8, Strosetzky, Fachbereich 9, Donat, Fachbereich 11. Sehr geehrter Herr Kollege Bielefeld als Festredner des heutigen Tages, verehrte Rektoratsmitglieder, Sie sind ohne ausdrückliche Dienstverpflichtung freiwillig hier. Sollte noch jemand übrig bleiben, meine Damen und Herren Zelebritäten. Der Erfolg in den zahlreichen wettbewerblichen Verfahren, denen sich die Westfälische Wilhelms-Universität zur Einwerbung der immer wichtiger werdenden Drittmittel als Erfolgsindikatoren unterzieht, hängt an ebenso zahlreichen Faktoren. Unser Prorektor für strategische Planung und Qualitätssicherung, Herr Kollege Becker, hat dies oft mit den 5 P's beschrieben. Ich wiederhole den Fehler, den er eingangs gemacht hat, bevor der Vorsitzende des Senats ihn auf die deutsche Version aufmerksam gemacht hat. Die 5 P's waren zunächst People, Publications, Projects, Prizes and Patents. Und der Vorsitzende des Senats hat deutlich gemacht, dass man auch im Deutschen von den 5 P sprechen kann, nämlich von Personen, Publikationen, Projekten, Preisen und Patenten. Je mehr Begutachtungen und Gutachterinnen und Gutachter ich als Rektorin im Laufe der Zeit erlebt habe, umso mehr weiß ich, dass dieser Kriterienkatalog einerseits wichtig ist für die Begutachtung, aber andererseits noch nicht vollständig. Er müsste um eine Komponente erweitert werden, jetzt kommen nicht die Predigten als Karlauer, sondern die Komponente Passform. Bei jedem beantragten Projekt ist es essentiell, lückenlos darstellen zu können, dass eben diese Forschungsfrage, für die man das Projekt einwerben möchte, nur exakt mit eben diesen Menschen und nur mit der bereits vorhandenen Expertise an eben dieser Universität vernünftig beantwortet werden kann. Meine Damen und Herren, im Falle des Clusters Religion und Politik war die Passform kein Problem. Münster gilt bis heute als historisch bedeutender Ort, der für die Schließung des Westfälischen Friedens steht und für die Begründung des modernen Völkerrechts. Außerdem für die Festschreibung der Religionsfreiheit. 2013 jährt sich die Schließung dieser Verträge übrigens zum 365. Mal. Ich bin gespannt, wann die Stadt es bemerken wird. Zudem waren die vorhandene fachliche Expertise mit 2 bedeutenden theologischen Fakultäten, einem Zentrum für religiöse Studien, ich würde sagen, das in Deutschland einzigartig ist, mit dem Fachbereich Geschichte und Philosophie sowie mit zahlreichen Sonderforschungsbereichen, die weit, man könnte fast sagen, in die Steinzeit der Begründung der Sonderforschungsbereiche zurückreichen. Der erste trug die Nummer 6 und war in Münster beheimatet. Alles unschlagbare Argumente für eine Bewilligung. Meine Damen und Herren, die erstmalige Bewilligung eines Projekts ist natürlich ein wunderbarer Erfolg und die Zitterpartie zu Anfang außerordentlich groß. Die Weiterförderung, der Folgeantrag, um das Projekt in die Verlängerung zu bringen, ist indes, so würde ich im Nachhinein sagen, ungleich schwieriger. Einerseits wird der Erwartungsdruck höher, denn alle sagen, ach, das schaffen die schon, um die brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und das ist ein Erwartungsdruck, der, wie ich bemerkt habe, doch das eine oder andere Mal zu feuchten Händchen führte.
Es ist aber auch in der Sache ungleich schwieriger, denn statt Vorhaben zu skizzieren, also Hochglanzbroschüren in den Wettbewerb zu schicken, müssen beim zweiten Mal auch Ergebnisse präsentiert werden. Es muss des Weiteren dargelegt werden, wie so ein großer Forschungsverbund, und in diesem Falle besteht der Cluster aus inzwischen über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 20 verschiedenen Fächern, nach Auslaufen einer Weiterförderung in neue und nachhaltig wirkende Strukturen innerhalb der Universität überführt werden kann und dass er es werden wird. Eine gelegentlich durchaus teure Versicherung, die in diesem Zusammenhang abgegeben werden muss. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Ergebnis und ohne das wären wir heute hier nicht zusammengekommen. Die beantragende Gruppe hatte offensichtlich überzeugende Antworten auf alles und also wird der Cluster noch bis zum Jahre 2017 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Darauf kann auch die Westfälische Wilhelms-Universität, wenn sie auch gleich nicht in vollem Umfang und in dieser Härte an der Arbeit beteiligt war, zu Recht stolz sein. Dies gilt umso mehr, als es uns in der vergangenen Runde gelungen ist, einen zweiten Cluster einzuwerben, der alle bislang noch nicht an einem solchen Forschungsverbund beteiligten Fachbereiche aus den naturwissenschaftlichen, mathematischen Fächern abdeckt. Der einzig verbleibende Fachbereich ist der Fachbereich 15, der aber zugleich eine selbstständige Musikhochschule ist und als eine solche von diesem Wettbewerb ausgeschlossen war. Meine Damen und Herren, neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die bereits in der ersten Förderphase gewonnen werden konnte und die ich in der vollen Tragweite als insoweit Laien nur sehr begrenzt einschätzen kann, ist für die Westfälische Wilhelms-Universität und sicherlich auch für die Öffentlichkeit das Element der Wissenschaftskommunikation des Clusters etwas sehr Besonderes und nicht hoch genug einzuschätzen für die Stadt und für die Region. Gerade in diesem Jahr, in dem wir mit der Stadt zusammen und den weiteren Hochschulen Münsters Stadt der Wissenschaft sind, ist es offensichtlich, dass neue Erkenntnisse als solche immer wunderbar sind, dass aber auch diese mit einer breiten Öffentlichkeit geteilt werden sollten und in diesem Falle auch vorbildlich geteilt werden. Dieser Aufgabe, die auch zur Verantwortung der Wissenschaft gehört, hat sich der Cluster von Anfang an und ganz bewusst verschrieben. Höhepunkte wie die Ausstellung Goldene Pracht, öffentliche Ringvorlesungen, Podiumsdiskussionen oder Vorträge mit internationalen Expertinnen und Experten, auch das interaktive Programm zur Religionsvielfalt auf dem Schiff der Wissenschaft, gehören zu den breit gefächerten Angeboten des Clusters. Die Bandbreite der Veranstaltungen wirkt weit über die Grenzen der Stadt hinaus, auch in den internationalen Raum hinein, und ermöglicht hier an Ort und Stelle zudem einen lebendigen wissenschaftlichen Dialog sozusagen zum Anfassen. Davon konnten und haben auch andere Fachbereiche gelernt. Sie suchen heute mehr denn zuvor auch selbst den Weg in die Öffentlichkeit, um ihre Erkenntnisse zu verbreitern. Es ist heute ein Feiertag, aber für mich ist ein Teil dieser Feier die Ehrenpflicht, Danke zu sagen. Danke an die engagierten Forscherinnen und Forscher, ohne deren Arbeit, teils rund um die Uhr, jedenfalls häufig genug bis spät in die Nacht hinein, dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglicht haben und noch ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und natürlich möchte ich mich auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und beim Land Nordrhein-Westfalen bedanken, dass Sie uns auf diese Weise bestätigt haben, dass jedenfalls der Cluster an dieser Universität
absolut exzellente Arbeit geleistet hat und leisten wird. Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Rektorin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn ich sage, dass ich mich außerordentlich freue, Sie heute alle hier zu dieser Eröffnungsfeier der zweiten Phase des Exzellenzclusters Religion und Politik zu begrüßen, dann ist das mehr als nur die übliche Einleitungsfloskel. Denn es versteht sich ja keineswegs von selbst, dass wir diese zweite Clusterphase feiern. Es hätte durchaus auch anders kommen können. Es wäre möglich gewesen, dass unser Cluster nach 5 Jahren seine Arbeit auch wieder hätte einstellen müssen. Dass es nicht so gekommen ist, dass unser Verbund vielmehr weitere 5 Jahre von Bund und Ländern gefördert wird, ist ein großes Glück und Grund zu wirklicher Freude. Und jeder, der weiß, wie viele Unwägbarkeiten bei solchen akademischen Wettbewerben immer im Spiel sind, und der weiß, dass außer sehr viel Arbeit und einer guten Portion Teamgeist auch sehr viele günstige Umstände und durchaus auch Zufälle dazukommen müssen. Wer das weiß, der tut gut daran, sich einen solchen Erfolg nicht einfach als Verdienst anzurechnen und für selbstverständlich zu halten. Das schicke ich natürlich nur voraus, damit das nun folgende hemmungslose Lob des Clusters mir von Ihnen nachgesehen wird. Wenn 5 Jahre lang viel Geld in wissenschaftliche Zusammenarbeit gesteckt worden ist, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, zu erfahren, was man mit dem ganzen Geld Sinnvolles getan hat. Das aber stellt gerade Geisteswissenschaftler vor ein gewisses Dilemma. Wir können nicht sagen, dass wir dieses oder jenes Rätsel gelöst hätten oder dieses oder jenes Patent angemeldet haben, eins der 5 Ps, von denen eben die Rede war. In Interviews ist mir schon mehrfach die Frage gestellt worden, was denn nun das Ergebnis der 5-jährigen Clusterarbeit sei. Möglichst in 1 bis 2 plakativen Sätzen, also zum Beispiel Säkularisierungsthese widerlegt oder Säkularisierungsthese bestätigt oder Säkularisierungsthese modifiziert. Die Logik der Medien und die Logik der Wissenschaft sind einander in diesem Punkt genau entgegengesetzt. Wir als Wissenschaftler tun ja die ganze Zeit nichts anderes, als einfache Annahmen auseinanderzunehmen und festzustellen, dass in Wirklichkeit immer alles viel komplizierter und schwieriger ist, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Am Ende hat man meist noch mehr Fragen als am Anfang, aber eben genauere Fragen. Der Modus Academicus, das haben wir gerade erst vor ein paar Tagen in der Ringvorlesung von Ulrich Pfister gehört, der Modus Academicus besteht im Zweifel, im Nichts für selbstverständlich halten, in der grundsätzlichen Skepsis gegenüber letzten Wahrheiten, auch in dem, was Thomas Bauer, unser eben gekürter Leibniz-Preisträger, als Ambiguitätstoleranz bezeichnet hat. Also die Überzeugung, dass in der Vielfalt verschiedener Perspektiven und verschiedener Auslegungsmöglichkeiten ein Reichtum liegt und nicht etwa ein zu überwindendes Übel, so als käme die Wissenschaft irgendwann an ihr Ende. Wenn Wissenschaftler aufhören, sich zu streiten, ist höchste Vorsicht geboten. Diese Gefahr besteht im Cluster allerdings definitiv nicht. Genau deshalb ist es mir aber eben unmöglich, Ihnen hier heute Abend in einer Viertelstunde zu sagen, was wir eigentlich mit dem Fördergeld gemacht haben. Aber damit kann es natürlich nun auch wieder nicht sein Bewenden haben. Ein bisschen mehr sollte ich vielleicht schon sagen. Ich könnte jetzt die 20 eben schon erwähnten beteiligten Fächer nennen, die 4 großen Forschungsfelder, Normativität, Medialität, Integration und Gewalt beschreiben, die verschiedenen neuen Arbeitsplattformen und koordinierten Projektgruppen aufzählen, die die Einzelprojekte zu gemeinsamen Arbeiten zusammenführen. Und könnte die zahlreichen Publikationen erwähnen, die mittlerweile erschienen sind und immer weiter erscheinen. Das würde bei Ihnen vermutlich nur den Eindruck einer diffusen, bunten Vielfalt und Fülle erwecken, aber keinen wirklichen Einblick vermitteln und außerdem die Zeit für meine Einleitungsrede über Gebühr ausdehnen. Ich möchte deshalb nur an einem kleinen Beispiel zeigen, worin der Gewinn bestehen kann, wenn man, so wie wir hier in Münster, in einer so großen Zahl von Disziplinen so unterschiedlicher Art zusammenarbeitet, und zwar
der Gewinn nicht nur für eine jeweils kleine Spezialistengemeinde, sondern für die Gesellschaft allgemein. Als ein, wie mir scheint, besonders aufschlussreiches Beispiel möchte ich die Debatte um die religiös motivierte männliche Beschneidung herausgreifen. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich unser Themenfeld, das Verhältnis von Religion und Politik, gegenwärtig laufend verändert, laufend neue Probleme oder zumindest neue Skandalisierungen hervorbringt und das heißt, laufend neuen Informations- und Reflexionsbedarf erzeugt. Wie Sie sich erinnern, hatte das Urteil eines Kölner Gerichts im vorigen Jahr die Beschneidung muslimischer und jüdischer Jungen erstmals zur Straftat erklärt und damit für eine überaus erhitzte gesellschaftliche Debatte gesorgt. Dabei standen einander das Recht auf körperliche Unversehrtheit einerseits, das Recht auf Religionsfreiheit und das elterliche Sorgerecht andererseits ziemlich unversöhnlich gegenüber. Auch im Cluster waren und sind die Einstellungen zu diesem Thema keineswegs einhellig, selbstverständlich nicht. Aber was sich hier vor allem zeigte, war, wie wenig in der breiten Öffentlichkeit über dieses komplexe und historisch ungemein voraussetzungsvolle Thema bekannt ist. Und genau das führte zu extrem einseitigen, polemischen, ressentimentgeladenen öffentlichen Reaktionen. Ein Phänomen wie die religiös motivierte Beschneidung von Jungen lässt sich aber nicht allein aus der gegenwärtigen Situation heraus und nicht einfach auf der Grundlage von trivialem Alltagswissen angemessen betrachten. Um zu beurteilen, was alles bei dieser Problematik auf dem Spiel steht und um die Argumente für und wider abzuwägen, benötigt man erst einmal Kenntnisse. Natürlich medizinische Kenntnisse, aber ebenso auch kultur- und religionswissenschaftliche, juristische und historische Kenntnisse, und zwar von der biblischen Antike bis heute. Das Thema bündelte die Problematik des Verhältnisses von Religion, Recht und Politik wie in einem Brennspiegel. Es berührte praktisch alle Forschungsschwerpunkte des Clusters. Die Frage nach der Begründung von Normen, die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Geschlecht, auch nach dem Verhältnis von Religion und physischer Gewalt, das Verständnis transkultureller Verflechtungsprozesse, die Frage nach Sinn und Funktion von Ritualen für die Stabilität und Identität von religiösen und sozialen Gemeinschaften über die Jahrhunderte hinweg, nicht zuletzt natürlich die Frage nach der sozialen, politischen und rechtlichen Integration religiöser Minderheiten. Das Cluster vereint Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, die aus ihrem jeweils ganz spezifischen ihren Perspektiven zur Aufklärung der Öffentlichkeit in dieser Debatte beigetragen haben. So hat etwa Bijan Fatih-Mogadam als Strafrechtler in zahlreichen Interviews, nicht zuletzt im Heute-Journal, dazu Stellung genommen, was für und gegen die Strafbarkeit der Beschneidung spricht. Muhannad Khorshid als Theologe des Islam hat erklärt, was dieses Ritual für muslimische Gläubige heute bedeutet. Thomas Lentes als katholischer Theologe und Kulturwissenschaftler hat in verschiedenen Medien Rede und Antwort gestanden zu der Frage, was die männliche Beschneidung eigentlich über Jahrtausende hinweg zu einem Medium kollektiver Identität gemacht hat. Und er hat diese vermeintlich archaische Praxis zu anderen historischen wie auch gegenwärtigen Praktiken der Körpermarkierung in Beziehung gesetzt. Und Ulrich Willems als Politikwissenschaftler hat schließlich darüber öffentlich reflektiert, wieso dieses Thema gerade jetzt aufkam, obwohl die Praxis ja seit Bestehen der Bundesrepublik nicht anstößig war, und wieso das Thema gerade jetzt eine so polarisierende Wirkung entfalten konnte, was ja kein Zufall ist, sondern sehr viel über die Wahrnehmung von Religion in der gegenwärtigen Öffentlichkeit verrät. Das Beispiel der Beschneidungsdebatte zeigt, es geht nicht darum, auf eine schwierige und hochkomplexe Frage die einzig richtige Antwort zu geben, sondern vielmehr darum, eine solche Frage nach allen Seiten zu drehen und zu wenden, sie in all ihren vielen Facetten erst einmal ins öffentliche Bewusstsein zu heben und gegen Simplifizierungen und unreflektierte Ressentiments anzugehen. Mit anderen Worten, es geht darum, Aufklärung zu betreiben, kritisches Reflexionswissen zu vermitteln, Verstehen des anderen zu ermöglichen und nicht zuletzt eine historisierende, reflexive Distanz zur Gegenwart zu erzeugen. Denn eins dürfte unstrittig sein, wer nur die Gegenwart kennt, der kennt auch die Gegenwart nicht richtig.
Soweit mein ganz kurzes Beispiel dafür, wie wichtig ein interdisziplinärer Forschungsverbund zum Thema Religion und Politik heute ist und wie sehr die öffentliche Debatte für die hier gebündelte Expertise oder der hier gebündelten Expertise bedarf. Dass die Arbeit des Clusters, wie das Beispiel zeigt, so erfolgreich war und dass wir sie weitere 5 Jahre fortsetzen dürfen, dazu haben viele Beteiligte innerhalb wie außerhalb des Clusters beigetragen. Wenn die Rektorin eben schon ihren Dank ausgesprochen hat, dann werde ich das jetzt auch tun. Denn eine Feier wie die heutige ist natürlich nicht zuletzt dazu da, diesen Dank einmal öffentlich auszusprechen. Das möchte ich also jetzt in der ganz gebotenen Kürze noch tun. Zuerst danke ich natürlich der Rektorin und dem gesamten Rektorat, das den Exzellenzwettbewerb ganz oben auf seine Agenda gesetzt hat und dessen Bemühungen, wir haben es eben schon gehört, unter anderem dadurch gekrönt worden sind, dass wir jetzt 2 Exzellenzcluster haben. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal ausdrücklich alle guten Wünsche an unsere Kolleginnen und Kollegen von dem Cluster Cells in Motion richten. Ich danke vor allem auch dem Forschungsbeirat der WWU unter dem Vorsitz von Hans-Uwe Erichsen, der leider heute nicht da sein kann, der uns bei der Arbeit für den Fortsetzungsantrag intensiv beraten und sozusagen gecoacht hat. Ich danke den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Universitätsverwaltung, die an ganz verschiedenen Stellen mitgeholfen haben, die Herausforderungen zu bewältigen, die der Cluster stellt, im Finanzdezernat, im Personaldezernat, im Baudezernat, beim Zentrum für Informationsverarbeitung, in der Universitäts- und Landesbibliothek und so weiter. Beim Cluster handelt es sich ja um etwas ziemlich Neues, das auch neue Probleme aufwirft und neue Lösungen erfordert. Und hier haben wir auf die Unterstützung und auf das Entgegenkommen der Verwaltung zählen können. Ich danke den Dekanen, sie sind eben schon erwähnt worden, der immerhin 6 beteiligten Fachbereiche für ihre Offenheit und Kooperationsbereitschaft. Man darf ja nicht vergessen, dass so ein Cluster in der althergebrachten Struktur der Universität zunächst mal einen Fremdkörper bildet und erst integriert werden muss. Also auch hier Integrationsprobleme. Ich glaube, dass diese Integration hier in der WWU sehr viel besser gelungen ist als anderswo. Ich danke ganz besonders unserem externen wissenschaftlichen Beirat, den Herren Kollegen Gerhard Dilcher, Jörg Jeremias, Franz Xaver Kaufmann, Wolfgang Reinhardt, unserem alten Beirat, der extrem hilfreich war, um die schwierigen Prozesse der internen Evaluation und der Projektauswahl zu meistern. Der neue Beirat, der zur Hälfte auch noch der alte ist, hat sich heute Nachmittag übrigens konstituiert und ich freue mich besonders heute Abend auch Aziz Al-Asmi als eines der neuen Mitglieder des Beirats begrüßen zu dürfen. Wenn wir jetzt von den Cluster-externen Gruppen zu den internen kommen, dann steht an erster Stelle natürlich der Dank an meinen Vorgänger im Amt des Sprechers Gerd Althoff, der die ersten 5 Jahre sozusagen unsere wilden Gründerjahre zusammen mit dem Vorstand erfolgreich und mit der ihm eigenen Gelassenheit durch alle Anfangsschwierigkeiten gesteuert hat. Ganz besonders danke ich unserer wissenschaftlichen Koordinatorin Dr. Iris Flesenkemper mit ihrem ganzen Verwaltungsteam, deren unglaublichem Organisationstalent und wirklich ungewöhnlichem Engagement es zu danken ist, dass wir nach und nach klar definierte Strukturen entwickelt haben und eine sehr präzise Finanzplanung ausgearbeitet worden ist. Das hat es uns ermöglicht, unter anderem die gleich zu Anfang der zweiten Phase völlig unerwartet aufgetauchte Herausforderung zu bewältigen, nämlich, dass wir 25% des ursprünglich geplanten Etats einsparen mussten. Nicht minder herzlich danke ich der Leiterin, wo ist sie? Der Leiterin der Abteilung für Wissenschaftskommunikation, die ich jetzt gar nicht sehe. Viola van Melis mit ihrem gesamten Team, die für eine ganz neue Art von Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und darin wirklich Pionierarbeit geleistet hat. Die Rektorin hat es eben schon erwähnt. Viola van Melis und ihr Team schaffen die ganz schwierige alltägliche Gratwanderung, die sich aus dem eingangs genannten Problem ergibt, dass eben die Logik der Wissenschaft und die Logik der Medien nicht dasselbe sind. Und sie bringen tatsächlich auf vorbildliche Art und Weise die Ansprüche der Forschung mit den Erwartungen der Wissenschaft, mit den Erwartungen der Öffentlichkeit zusammen, was viele von uns, mich selbst eingeschlossen,
vorher eigentlich nicht für möglich gehalten hatten. Und natürlich und vor allem danke ich ganz herzlich allen den ehemaligen und jetzigen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Doktorandinnen und Doktoranden, mit denen Tag für Tag zusammenzuarbeiten, wirklich eine große Freude war und ist. Ich kann leider keine einzelnen Namen nennen, weil die Zeit dafür nicht reicht. Ich würde das sehr gern tun, denn es gäbe so vieles Besondere zu erwähnen. Stellvertretend habe ich eben auf dieses eine Beispiel zu verweisen. Soweit meine einleitenden Bemerkungen. Damit möchte ich auch schon überleiten zum nächsten Punkt auf unserem Programm, dessen wegen sicher viele von Ihnen heute gekommen sind. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass wir Professor Dr. Heiner Bielefeld aus Erlangen für diese Feier als Festredner gewonnen haben. Den UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Lassen Sie mich ganz kurz ein paar Worte zur Vorstellung sagen. Heiner Bielefeld ist Philosoph, katholischer Theologe und nebenbei auch Honorarprofessor der Rechtswissenschaft, verkörpert in seiner Person also gewissermaßen schon die Hälfte der Disziplinen unseres Clusters. Nach seinem Studium der katholischen Theologie und der Philosophie promovierte er 1989 an der Universität Tübingen mit einer Arbeit über die Theorie des Gesellschaftsvertrags. Nach Stationen an den Universitäten in Mannheim, Heidelberg und Toronto habilitierte er sich im Jahr 2000 an der Universität Bremen. Anschließend ging er nach Bielefeld und 2003 wurde er Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin. Seit 2009 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen. Es gibt eine Fülle an Publikationen. Seit 1990 hat er praktisch jedes Jahr ein Buch veröffentlicht. Das können wir nicht alles aufzählen. Und zwar etwa Arbeiten über Hannah Arendt, über Kant, über politischen Existenzialismus bei Carl Schmitt, Plessner und Jaspers. Und vor allem immer wieder auch über das zentrale Thema, die Menschenrechte. Zunächst das Buch Philosophie der Menschenrechte, Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos. Und dann für unser heutiges Thema einschlägig ganz besonders seine letzten drei Monographien, die ich allein nur nennen möchte, nämlich Muslime im säkularen Rechtsstaat, Integrationschancen durch Religionsfreiheit 2003, Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft, Plädoyer für einen aufgeklärten Multikulturalismus 2007 und schließlich Auslaufmodell Menschenwürde, Fragezeichen, warum sie in Frage steht und warum wir sie verteidigen müssen 2011. Heiner Bielefeld engagiert sich seit langem in vielfältiger Weise für den Dialog zwischen den Religionen und ist im Jahr 2010 vom UN-Menschenrechtsrat zum Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit ernannt worden. Wir hätten uns wirklich keinen geeigneteren Redner für die Eröffnung der zweiten Clusterphase wünschen können.